Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, dem Browser Game. Es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Es sind ein paar neue Fohlen dazugekommen. Und ich habe ein paar Zuchthengste rausgesucht. Die sind aber einfach random rausgesucht. Denn ich möchte heute mal darauf eingehen. Oder, ja, was heißt eingehen? Also einfach mal so ein bisschen euch zeigen, wo ich so ein bisschen drauf achte mit der Zucht, weil das wurde auch zwischendurch gefragt. Wo ich da so drauf achte, also so halt mit den Zuchthengsten und so. Und ich werde heute keinen besuchen, ich werde es nicht schaffen. Und genau, deswegen habe ich mir jetzt einfach die paar Fohlen geschnappt, die da sind. Und ein paar Zuchthengste und ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal auch an. Da haben wir einmal eine komplette Eigenzucht. Das ist ein kleiner Hengst, der aber wahrscheinlich nicht bei mir bleiben wird. Das GP, da wo ich hin will, ist nicht so gut. Leider auch ein Average mit dazwischen und... Ja, würde er jetzt nicht so viel zweite Prämie machen, würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Denn ich habe letztens festgestellt, Rabbi-Hengste oder generell Hengste mit guter Konfi zu finden, also die so, ich sag mal so 85 aufwärts an Konfi haben, sind wirklich sehr, sehr wenige. Also so das, was ich bis jetzt gesehen habe. Das kannst du mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist, oder ob die meisten einfach nur ihre Hengste nicht reinstellen. Ich weiß es nicht. Schreibt mir das mal sehr, sehr gerne rein. Wie gesagt, er ist einfach nur eine Rappe. Da bin ich schon sehr froh drum. Er hat schöne Abzeichen. Genauso schöne Abzeichen wie die Mama. Gesundheit ist bis auf Hufqualität eigentlich ganz gut. Wie gesagt. Aber halt konfitechnisch ist er halt wirklich leider kein Kracher. Und die Zucht soll ja sowieso ziemlich klein bleiben. Ich hatte da so die Hoffnung, dass da so ein bisschen was Besseres bei rumkommt. Aber irgendwie der kleine Mann will nicht so in die Puschen kommen. Da weiß ich auch nicht. Dann sind wir wieder bei den Finnies. Ihr merkt irgendwie gefühlt, ich zeige euch jede Folge nur noch Finnpferde. Jedenfalls habe ich so das Gefühl. Und das ist sogar ein... Rapphengst, also ein, der könnte sogar, warte mal, bist du ein Sabino? Ich glaube aber nicht. Es ist so 50-50, der Papa ist nicht komplett Sabino, kann sein, wartet mal, wir müssen mal kurz in die Genetik hüpfen. Ich fürchte, er ist kein Sabino, sonst hätte ich jetzt gedacht, hier unten wegen der Unterlippe. Aber ich weiß es nicht. Also das... Es sieht mir eher nach dem Splash White 1 aus. Was da so durchkommt. Aber er hat kein schlechtes GP mit 675. Ist das schon ordentlich. Leider 3 Average. Aber das ist so eine Sache, da arbeite ich dran. Weil so diese Farbkombi hätte ich eigentlich ganz gerne. Deswegen, das ist aber ein Prozess vom Basteln. Also, was heißt basteln? Also züchten. Und deswegen, muss ich mal gucken. Vielleicht schiebe ich den einfach auf die Fohlenwiese. Ich muss mal gucken, bis jetzt... Ja, erste Prämie hat er leider noch nicht geschafft. Mal schauen. Ich muss das nochmal so ein bisschen beobachten. Er ist ja noch nicht so lange im Stall. Dann als nächstes haben wir ein kleines Quartermädchen. Die ist komplett eine Eigenzucht. Das ist sogar mit eins meiner ersten Fohlen von meinen, ich sag mal, Rabbi-Träger. Also es ist ein Rabbi-Träger, der halt nochmal seinen Papa mit überholt hat. Ich glaube, GP-technisch... GP-technisch war sie in Ordnung. Da habe ich mich... Ich weiß es nicht. Ich bin verrückt. Ihr wisst es. Ich habe mich sehr über dieses GP gefreut, weil es halt, ich merke halt so nach und nach, das GP, wo ich halt hin will, es wird. Also ich komme langsam da Stück für Stück mehr hin, wo ich hin möchte.
Und ja, ich muss noch mal die Konfi so ein bisschen bei ihr abwarten, weil wenn natürlich 81, also wenn der Wert das Schlechteste ist, was sie macht, dann ist das gar nicht so schlecht für eine Stute. Denn die Gesundheit ist in Ordnung, ein Average, da darf das ruhig mit bei sein, aber mir geht es ja hauptsächlich mehr um das GP. Da werde ich ja so von manchen auch so ein bisschen belächelt aus der Community, die mich da so. Na, was heißt belächeln? Also ich glaube nicht belächeln, aber die so ein bisschen darüber schmunzeln, dass ich sage, nö, die Quarter, die gehen bei mir voll auf GP und ja, also ich habe jetzt schon mehrfach auch gehört von mehreren, dass halt die meisten auf Konfi züchten und nicht auf GP. Also von daher bin ich da irgendwie scheinbar so eine kleine Ausnahme mit. Aber ja, ich weiß auch nicht. So, dann nochmal eine Eigenzucht. Ich glaube, das ist sogar mit das erste Fohlen von ihr. Ja, das ist sogar ein erstes Fohlen von ihr. Die Kleine wird mich auch verlassen, denn ich weiß nicht, was da passiert ist. Also da ist wirklich einmal richtig so düdüm, auch GP-technisch passiert, 632. Also das habe ich lange nicht mehr gehabt. Da hat das Spiel sich so gedacht, so, nö, nö. Ich mache jetzt hier solche Werte raus und der Kater schafft es gerade echt fast sogar vom Schreibtisch zu kullern. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Unglaublich, dieser Kater. Naja, wir gucken mal, was für eine Komfi sie macht. Gesundheit wiederum ist dann so ein Struggle, ne? Also das sind natürlich schon gesundheitstechnisch sind das schon sehr gute Werte. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie behalten soll. Das, wie gesagt, also sie ist sehr, sehr weit von dem entfernt, was ich eigentlich züchten will. Den Papa habe ich auch nicht mehr. Aber es ist halt. Ja, weiß ich nicht. Was würdest du an meiner Stelle machen? Ich, I don't know, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß, die muss noch Shows laufen. Wir gucken einfach mal, wie sie sich entwickelt. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob sie im Stall bleibt oder nicht. Dann als nächstes auch eher so ein Kandidat wieder, ich glaube, zum Gehen. Da hatte ich dann nochmal einfach versucht, ja, gute Pferde mit irgendwas zu kreuzen, aber irgendwie der Papa, der will einfach nicht, der ist sehr knatschig mit seinem GP, also irgendwie will die Mutter da, können sich die Mütter da nicht durchsetzen. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt, dass die sich da einfach nicht durchsetzen konnten. Und ja, hier Very Good technisch, das ist, nee. Also der, auch wenn der keine schlechte Gesundheit hat, aber gut, 673 ist schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, wenn man sich bedenkt, wenn man sich bedenkt, wenn man bedenkt, die Mutter hat über 700, ja, ist das nicht so ganz so geglückt. Ich hatte so, genau, ich hatte so die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen mit der Konfi ausgleicht, dass der vielleicht so mal konfitechnisch so ein bisschen höher geht, denn der Papa schafft ja wirklich oder hat sehr viel geschafft. Die Mutter jetzt nicht so viel. Also ich hatte. Wir müssen einfach mal gucken. Da muss ich noch so ein bisschen abwarten. Aber wie gesagt, ich glaube, da kommt nicht mehr sehr viel und der wird dann halt wahrscheinlich zu Gisela gehen. Dann als nächstes auch mal kein Rabbi fohlen. Ja, tatsächlich, Yuki kann auch keine Rabbis züchten. Das geht auch. Und zwar habe ich da einfach mal meinen Hengst mit dieser Stute verpaart, um einfach nochmal so ein bisschen so Ausgleich mit der Konfi zu kriegen. Und siehe da, der junge Mann, der schafft das. Der schafft das mit der Konfi. Junge Mann, junge Dame. Ich mache schon wieder aus sie, ihn und ihn, sie. Okay. Ja, also bei der habe ich große Hoffnung, dass ich da vielleicht doch nochmal so das ein oder andere gute Konfi-Pferd mit rauskriege. Und halt später wieder das mit in meine Rabbi-Zucht mit reinzumogeln. Ihr wisst, also ihr merkt halt schon, wie so der Weg, den ich gerade so ein bisschen einschlage, so ein bisschen, ich würde es mal sagen, nicht funktioniert, aber wo ich halt so ein bisschen gucke, dass halt, ja, dass man halt so diese zwei Linien miteinander vereint. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Da habe ich sehr, sehr große Hoffnung, dass sie das packt. Erfolgsmäßig hier mit den Verbal Goods gar kein Problem. Also ich hoffe wirklich, dass sie das schafft, dass sie vielleicht auch die 93 schafft. Gesundheit ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen, ja, bleibt sie erstmal im Stall. Wow, ich muss mich ein bisschen sputen hier. Dann als nächstes auch, glaube ich, wieder eine Eigenzucht. Ja, komplett Eigenzucht ist wieder ein Rabbi-Träger-Hengst. Der wird aber definitiv gehen, auch wenn er einen Pearl hat. Das sieht, an sich sieht das wirklich immer sehr, sehr schön aus, wenn die einen Pearl haben, gerade mit dem Schwarz. Aber wie gesagt, nee, das mit der Konfi kriege ich den noch nicht mal verkauft. Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass man die Hengste so schwer verkauft kriegt, wenn die einen gewissen Konfi-Anteil nicht mehr haben. Finde ich wirklich mega, mega schade. Und ja, das ist halt leider so ein Gisela-Kandidat. Dann als nächstes ein Shire Horse. Blickt auch mal so wieder so durch die Reihe. Und ja, die junge Dame hat ein GP von 534. Und ich habe die Hoffnung, dass sie wird auf jeden Fall ein Schimmel. Das sieht man hier schon an den Augen. Ja, dass sie halt so ein bisschen... Ja, dass sie halt vielleicht so aussehen wird wie der Vater, aber halt mit so diesen Pünktchen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders beschreiben soll, also mit diesen ganz kleinen Pünktchen. Da habe ich so die Hoffnung, dass sie dann vielleicht einfach so aussehen wird. Chance dazu hat sie. Sabino ist sie auch und sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, very good. Konfi ist auch in Ordnung, würde ich jetzt mal so sagen. Gesundheit ist auch in Ordnung. Wir gucken einfach mal, was dabei rumkommt. Dann als nächstes ein Trakehner Flex Fohlen. Und ich glaube, na, es ist ein Hengst. Na, der ist auch halt ziemlich weit unter dem, was ich züchten möchte. Der hat nur 3 Very Good. Konfitechnisch ist er auch sehr weit unten. Gesundheit geht. Ich muss mal gucken. So, ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen hier hin und her springen. Genau, der Vater war das nämlich. Genau, den wollte ich eigentlich nehmen. Den Vater hatte ich gerade gesucht. Ich weiß auch nicht. Okay, mit dem muss ich gleich dann nochmal züchten. Kommen wir von Hölskin auf Störskin. So, dann sind wir wieder bei den Finis und das ist eine kleine Stute. Das ist sogar, glaube ich, eine kleine Suti-Stute oder Liver-Stute. GP-technisch ist sie in Ordnung, also so, dass es mit die ersten Fohlen sind, die ich so jetzt so bekomme. 2 Very Good. Gesundheit ist, glaube ich, ja, noch nicht getestet. Naja, ist ja heute erst auch geschlüpft. Möhrchen an den Papa. Ne, aus der Zuchtgemeinschaft. Und ja, wie gesagt, Möhrchen gehen raus an den Papa. Dann als nächstes bleiben wir bei den Finnis und das ist auch eine junge Dame. Und ja, ich hoffe, dass sie so eine Farbe kriegt. Vielleicht sogar, ich weiß nicht, werden die nicht sogar noch einen Tacken dunkler? Also können die nicht noch einen Tacken dunkler werden als das Braun? Ich glaube ja, weil der Papa sieht ja auch schon, ich meine, ich hätte noch mal die einen Tacken dunkler gesehen. Wie gesagt, da muss ich auch erstmal gucken, GP 636, so rum. Und ja, müssen wir mal gucken. Sie hat 3 Average. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber das ist halt mit auch ein Schwerpunkt auf der Finn-Zucht, wo ich halt ganz gerne hin möchte. Und das war tatsächlich das letzte Fohlen. Halleluja, wir haben innerhalb von, naja, fast über 14 Minuten die Fohlen durchgekriegt. Wupp, wupp, Yuki, das, ja... Wird immer besser. Nicht. So, dann kommen wir einmal zum Züchten. Und zwar
habe ich ja noch eine PAE-Stute. Und den habe ich, glaube ich, durch Zufall gesehen. Genau, den habe ich durch Zufall gesehen. Und ich weiß, er hat weniger GP als die Stute. Aber ich finde diese Pearl-Farbe sowas von schön und habe mir gedacht, okay, dann guckst du halt mal, was da so bei rauskommt. So viel Unterschied sind jetzt mit den Werten hier nicht. Und er hat natürlich ein Doppelpearl. Es wird ganz klar wahrscheinlich wieder ein Rappe werden. Ich würde mich aber eher drüber freuen, wenn es, na, also ein E wird auf jeden Fall mitvererbt von der Mutter aus. Also es wird auf jeden Fall ein dunkles Pferd. Da können wir machen, was wir wollen, das ist so. Aber der hat ein paar Very Goods und ja, wir schauen einfach mal, was dabei rumkommt. Deswegen, also ihn habe ich jetzt nur wegen der Farbe rausgesucht. Und das ist ja halt, ich sag mal, so eine kleine Zucht bei mir, die halt mehr so auf Farbe ist. Und deswegen, ja, sind da jetzt die Werte nicht ganz so wichtig. Dann sind wir auch wieder bei den Finnies, genau. Dieses dunkle Braun, dieses, für mich ist das schon so ein Schokobraun. Mousse, also so richtig dunkel Mousse Schoko. Das ergibt keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, da bin ich jetzt ja mal gespannt, ob ich da eine passende Stute finde. Denn so schlecht sind die Konfis jetzt nicht von ihm. Er schafft die 84. Ich weiß nicht, wie hoch 85 sehe ich gerade. Ich weiß nicht, wie hoch aktuell gerade mit den Sooty-Farben die halt sind. Und jetzt muss ich halt nur gucken, ob ich ihn auch wirklich nehme. Da muss ich jetzt noch mal so ein bisschen schauen. Also sie schafft die 82. Und das war, glaube ich, auch noch mal eine. Ja, das ist jetzt so die Frage. Wen nehmen wir dafür? Ich habe hier nochmal einen ähnlichen Hengst rausgenommen. Es ist nicht der gleiche Hengst, der hier vorhat, so ein Söckchen und so eine kleine Blässe. Der hat gar nichts. Den möchte ich allerdings nehmen, weil der ein sehr interessantes GP hat. Also der hat ein verdammt hohes GP. Das ist auch der einzige Grund, warum ich den nehme. Das ist halt so ein bisschen experimentieren. Ich glaube, die Gesundheit war jetzt auch nicht so schlecht. Der hat schon ein paar Fohlen, sind schon von ihm da. Jetzt muss ich da nur mal gucken, was ich da von meinen Stuten nehme. Wer hat denn das höchste GP von denen? Nee, die war es nicht. Was hast du denn für ein GP? Ich glaube, ich nehme die, weil die halt mit auch das höchste GP hat. Dass halt der Unterschied nicht so weit weg ist. Was hast du? Jetzt muss ich noch mal eben bei der gucken. Nee, ich glaube, die eine war schon gar nicht so verkehrt. Sie hatte nämlich auch, genau. Die hat nämlich auch wieder niedrigeres. Was hatte ich jetzt gesagt? Nee, sie war es nicht. Wenn man durch seine Pferde nicht mehr durchsteigt. Ich glaube, die war es. Nein, die war es nicht. Ja, wo bist du denn jetzt? Dann warst du es. Richtig? Richtig. Also, wie gesagt, ich probiere das mit den beiden aus. Ja, Farbe ist jetzt nicht getestet, aber ich denke mal, wie Ewe. Na, hat er vielleicht nicht. Okay, er hat ein Below Average auch noch mit drinne. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Experiment. Das ist jetzt. Ich probiere es einfach aus und gucke, was da GP-technisch bei rumkommt. Und ja, lass mich überraschen, was das wird. Und dann als nächstes habe ich mir einmal diesen Hengst rausgesucht. Auch größtenteils, also zuerst wegen wieder der Farbe. Und so schlecht ist der in meinen Augen auch nicht. Also der schafft ein paar Mal, hat er schon die erste Prämie geschafft. Der hat auch schon ein paar Fohlen. Hat er auch schon zur Welt mitverholfen. Und dann gucken wir einfach mal.
Warte mal, das war schon wieder ein anderer. Wen ich da nehme? Dann, ich glaube, ich nehme sie. Sie da. Ja, das könnte GP-technisch könnte das auch passen. Also es wird auf jeden Fall ein Fuchs. Das muss man dann halt nur schauen, wie dunkel dann dieses Fohlen wird. Und ach kommt, wir probieren es einfach mal. Ich habe da jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl bei. Das wird, glaube ich, schon. Und dann einmal mein eigener Hengst. Den wollen wir auch einmal zur Zucht mit nehmen, aber nicht mit ihr. Da hatte ich mich eigentlich schon gefreut, dass ich da zweimal mit ihm züchten kann, aber mit der Tochter muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann einmal die beiden. Dann habe ich noch diesen Hengst gefunden. Das ist bei den Veggies auch nicht so einfach, da was Passendes zu finden. Die GP-technisch jetzt schon mal ein bisschen höher sind. Ja, und halt nicht unter 600 sind. So, das war nämlich einmal die Stute. So, du hattest nämlich auch, genau, das wird nämlich wieder ein Rappe. Und genau, ich glaube, so schlechte Konfi hatte der auch nicht. Also wie gesagt, es ist halt immer so ein bisschen, müsste man zwischendurch mal gucken, was ihr halt so haben wollt. Entweder halt, ja, wenn die Eltern jetzt so unterschiedlich hohes GP haben, kann man das ausprobieren, dass man sich hier die Werte anguckt. Wenn die jetzt nicht zu weit auseinander liegen, habt ihr eine bessere Chance, dass das Fohlen dann auch nicht ganz so schlecht wird. Also es ist immer so eine 50-50-Sache. Ich habe da jetzt nicht so schlechte Erfahrungen mitgemacht und habe dann auch das Gefühl, dass dann zwischendurch mal auch ein paar Rebelgoods mehr mit vererbt wurden. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Und weil ich die Weltschraps einfach gerne habe und ich nicht möchte, dass sie aussterben. So, dann haben wir jetzt noch einmal hier einen Flex-Hengst, der in Ordnung ist, von der Konfi her auch. Jetzt muss ich nur gucken, wer von den beiden, sie hat mehr GP. Da muss ich mir nochmal das Potenzial angucken. Ja, hier sieht man es jetzt. Die haben ähnliche Werte. Also da erhoffe ich mir jetzt wirklich, weil das GP auch nicht ganz so weit auseinander ist, dass da GP-technisch, dass wir vielleicht so bei 750 bleiben, aber dass der Vater ein paar Very Goods mit abgibt, dass da vielleicht so ein bisschen die Konfi mit hochgeht. Farbtechnisch, schade. Jetzt sieht man nicht. Na, mal gucken. Mal gucken, was damit vererbt wird. Den nehmen wir auch einmal. Dann habe ich noch einmal den gehabt. Und verdammte Hacke, ich habe nur eine Stute noch. Oh, oh, oh. Aber den wollte ich auch ganz gerne nehmen. Einfach, weil der so verdammt hohes GP hat. Heieieiei. Ich glaube, ich probiere es aber trotzdem mit dem. Auch wenn der wieder Tobiano hat. Da ist die Chance aber wieder, dass das Tobiano sich vielleicht nicht so durchsetzt. Und dass da wieder das Splash Ride 1 mit durchkommt. Na, Average, beides im Galopp, das wird sich wahrscheinlich mit vererben. Wir probieren es einfach trotzdem mal mit den beiden. Und genau, das war's dann, glaube ich. Genau, das war's dann mit der Folge. Es ist mega, mega lang wieder geworden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir nehmen den einfach zum Abschied. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr aktuell so züchtet. Wenn ihr besucht werden wollt, auch in die Kommentare mit rein. Und ja, ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch, so zu sehen, was für Hengste ich mir raussuche. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr denkt, wie die Fohlen werden. Und wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche in einer neuen Folge sehen. Macht's gut. Ciao, ciao.